Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy XIV Shadowbringer. Und jo, wir sind im Crystarium und da ist irgendwas passiert, denn die Musik hat sich verändert und irgendwer greift wohl an. Darum würde ich sagen, nicht lange geschnackt, los geht's. Sie kommen. Alter, was für ein Bild. Endlich seid ihr wach, werte Dame. Etwas höchst Beunruhigendes ist geschehen. Eine Meute Sündenverdeliger ist im Seenland aufgetaucht. Die Stadtwache ist bereits ausgerückt. Aber keine Sorge, solange ihr die Stadt nicht verlasst, seid ihr sicher, der Kristallturm beschützt uns. Ihr könnt euch also gerne wieder hinlegen. Nö? Das dachte ich mir schon. Es scheint mir mehr in eurer Natur zu liegen, eure Unterstützung anzubieten. In solchen Zeiten versammeln sich die Bürger auf der Exedra. Warum stattet ihr dem Platz nicht einen Besuch ab, um euch ein Bild von der Lage zu machen? Wenn eure Hilfe benötigt wird, erfahrt ihr es dort am ehesten. Und wenn nicht, kommt ihr einfach wieder hierher zurück und ruht euch etwas aus. Euer Zimmer steht immer bereit. Alles klar, zu Exedra. Bisschen Nickerchen haben wir halten können. Relativ wenig, aber das liegt vielleicht an den Geist, den wir bei uns im Zimmer haben. Aber sonst passt alles. So, und Dealort. Also viel los ist hier aber nicht. Würde ich jetzt mal behaupten. Es haben sich nur wenige Bürger versammelt und sie scheinen nicht in Sorge zu sein. Historia, was ist hier los? Kaum bin ich die Sündenverdeliger von Amareng los, schon überfallen sie das Seenland? Wie ist das möglich? Das Licht ist doch fort. Sie sollten überhaupt nicht hier sein. Gut, dass ich euch treffe. Alfino, sag schon. Was weißt du über den Überfall? Vor allen Dingen weiß ich, dass die Lage ernst ist. Weitere Ausführungen möchte ich auf später verschieben. Der Kristallexarch wird ein Schutzfeld um Crystarium errichten. Aber dafür braucht er unsere Hilfe. In der Stadt befinden sich sogenannte Anker, die aktiviert werden müssen. Ohne sie wird das Schutzfeld nicht halten. Am besten, wir teilen uns die Arbeit. Verstanden. Ich übernehme den Süden der Stadt. Ich schalte die Anker im Norden ein, übernimmst du die beiden im Westen? Die befinden sich am Ende zweier Stege, die von der Rotunde aus abgehen. Klar. Ich weiß zwar nicht, wo die Rotunde ist, aber hey. Da hinten. Alles klärchen. Eieiei. Das sind immer Wege, hörst Leute. Aber wir haben's fast. Nur mal ein paar Meter. Komm schon, schneller. Da ist der erste Anker. Und der zweite ist dann, glaube ich, gegenüber. Schätze ich mal. Ah. Und. Ja. Ja. Dauert ein bisschen. Ich kann den Hebel nicht so schnell runterziehen. Das geht nicht so schnell. Du bist dir über die genaue Funktion des Ankers nicht im Klaren. Aber ein Rattern verrät dir, dass du ihn aktiviert hast. Und zack. So. Und rüber gejumpt zum zweiten. Und den aktivieren wir jetzt auch. Sie kommen! Sündenvertilger im Anflug! Ah!
Na also, das Schutzfeld hält. Damit dürfte die Stadt vorerst sicher sein. Was machen wir als nächstes? Der Angriff hat begonnen. Lyna und ihre Wachsoldaten werden überall im Seenland herausgefordert. Tankred und die anderen sind auch schon auf dem Schlachtfeld. Lassen wir sie nicht warten. Klar, da sind wir doch dabei. Ein bisschen so ein kleines Geplänkel ist doch okay. Ah, sehr schön. Jetzt nichts wie raus ins Seenland. Die Stadtwache braucht unsere Hilfe. Alles klärchen. Juhu. Uiuiuiui. Sind aber ganz schön viele hier. Das sieht nicht gut aus. Kommt, der Kampf droht bereits. Ja, los geht's. Die Stadtwache kämpft an mehreren Orten verbissen gegen die Sündenverdilger. Hilft den Soldaten und beendet den Kampf, bevor die Stadtwache vollständig aufgerieben wird. Okay, also ein bisschen draufhauen, alles gut. Werden wir doch easy schaffen, oder Leute? Los geht's. Attacke. Legen wir uns ins Zeug. Okay, gegen euch kann ich nicht fighten, aber gegen euch. Jeha. Nummer uno. Nummer due. Und drei. So, weiter jetzt. Hoffe ich mal, oder? Für deine Wunden. Ja, heilen kannst du ihn später. Wir haben doch keine Zeit. Die nächste Stadtwache hat Probleme. Ich komme. Nichts ist. Uiuiuiuiui. Lass die Stadtwache doch endlich in Ruhe. So. Weiter geht's, Alice. Alvino? Ui, da ist ein großer Vetter. Ja, der fliegt zum Rundum. Das habe ich schon vorher gesehen. Oh, wir müssen beschützen. Der ist zu schnell gestorben, Mann. Ich wollte doch Dinge refreshen. Dann halt nicht. Auch okay. Ja, ich helfe dir schon. Keine Sorge. Du wirst es überleben. Wahrscheinlich. Da, der nächste. Und tschüss. Weiter geht's, Littles. Hopp, hopp. Ui. Das ist aber ein fetter Oschi. Komm. Alfino, hilf der Stadtwache. Ja, du brauchst nicht mehr, kann man nicht erledigt. Ui. Was, zuerst die Dinger? Alles klar. Wuhu! Yeah! Und der nächste!
Und weiter geht die wilde Fahrt. Hopp. Nicht draufgehen, Stadtwache. Sehr schön. Gut gemacht. Alice auch voll im Einsatz hier. So, komm her, Decker. Jetzt bist du dran. Okay, doch nur nicht. Ui, da kommt aber ein fetter Bär. Da war eine Wand. Oh oh, Sunny! Dies wird dich schützen. Yo, schütz mich! Sunny Data! Fürchte die Kraft der Hexe Matoya! Sehr gut! Geht's jetzt besser? Ja. Meiniges. Okay, weiter geht's, Mädels. Schätze ich mal. Ja, Ost als Befehl. Uiui, das wird aber ein weiter Weg. Ah, ja, hier hat wahrscheinlich Tankred gewütet. Ja, schaut mal, wer da rennt. Juhu, Tankred, Minfilia, weiter geht's. Nicht stehen bleiben, laufen! Wuhu! Ja, ja, hopp, hopp! Bin ich hier der Hyperaktive, oder wie? Wuhu! Also ich muss schon sagen, Ninja macht in der Hinsicht echt Laune. So. Das ist schon wieder so ein fetter Oschi. Oh Gott. Jetzt sind sie alle tot. Halte durch. Was? Einer lebt noch. Nein. Du Schwein. Ich krieg dich. Ja, ja. Okay. Pass auf dich auf, Tankred. Nicht sterben! So, okay. Wollte mich jetzt so anschleichen, aber nein. Bei den Göttern. Wir müssen sie beschützen, sonst machen die Sündenverdiliger ihnen den Gar aus. Ah, wird schon. Schaffen wir. Vielleicht. Wenn möglich. Ah. Wo sind meine ersten Gegner? Kommt. Ich warte. Ah, da sind sie. Kommt her. Wuhu. Die Stadtwache. Und tschüss. Nummer 1. Und Nummer 2. Der dritte singt auch ins Todeslied. Und der vierte ist auch im Jenseits. Uiui, da kommen schon wieder welche. Hallo Bär. Und tschüss, Bär. Dass die immer auf die Stadtwache gehen. Geht doch auf mich. Bin viel lustiger. Mit mir kann man viel besser spielen. Wunde heile. Genau, Wunde heile. Wow. Das wird nicht wirklich weniger. Wow. Okay. Lass die Stadtwachen in Ruhe.
Und zack, zack, zack. Und der auch weg. Zur nächsten Stadtwache. Wer stirbt? So. Und du bist auch Geschichte. Alfino muss ich normalerweise nicht helfen. Oh oh. Hi, Großer. Ui. Aber eins ist klar, je größer sie sind, desto tiefer fallen sie. Okay, außer man hat Flügel, so wie der. Oh, Cheater! Krieg dich schon tot, keine Sorge. Die erste habe ich. Aha. Warte nur, krieg die zweite auch noch gleich weg. Guck dir das gut an. Einmal stacken, klar. An dem hier habe ich lang geforscht. Aha, was war's? Habt ihr was mitbekommen? Hab ich was übersehen? Segne doch endlich das Zeitliche erst. Jetzt bist wieder du dran, Dicker. Komm. Oh, da kommt schon wieder ein Haufen. Stadtwache beschützen. Ja, welchen Trumpf hast du? Hey, warum kriege ich keine Leine ab? Was soll denn das? Ich will auch stärker werden. Jetzt gibt's ein Feuerwerk. Ist ja voll unfair. Jetzt kommt mein Juwel. Na gut. So. Und hüpp. Und zack. Und einmal den, einmal den, einmal das und hopp. Jetzt da geh endlich hin. Down, Mensch. Kann ja nicht sein. Na, endlich. Sieg. Es sind einfach zu viele. Haben sich verwandelt. Wow. Von ihr.
Komm schon, beiß die Zähne zusammen. Bald kommt die Verstärkung, dann sind wir gerettet. Halte durch! Hey, macht, dass ihr da wegkommt! Die Kriegerin der Dunkelheit hat uns die Nacht zurückgebracht. Alles wird gut werden. Lass sie in Ruhe, du Ungeheuer! Bleib weg! Nein! Nein! Verdammt nochmal! Nichts kann ich ausrichten! Was soll ich überhaupt hier? Vorwärts! Vorwärts! Nicht aufgeben! Wer kämpfen kann, kämpft! Die Verletzten ziehen sich zurück! Noch haben wir nicht verloren! Schließt die Formation! Heldenmut in einer Welt, die ihre Helden längst vergessen hat. Ein Sieg, errungen mit dem letzten Atemzug. Doch zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Uiuiui, was für eine Schlacht. Na, Alize, alles okay bei dir? Wir haben sie zurückgedrängt. Um die Verwundeten wird sich auch gekümmert. Für sie kam die Rettung in letzter Sekunde. Viele andere aber werden wir nie wiedersehen. Ja, so scheint's. So Leute, ich muss aber sagen, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.